Jawohl, Leute, wir machen weiter mit Star Wars Jedi Academy, mit Episode 4, wollte ich schon sagen, nein, mit Part 4. Und wir wollten ja Soforthilfe leisten hier auf Bakura. Und die Mission schauen wir uns jetzt mal an. Die Offiziellen vom Planeten Bakura haben uns um Hilfe gebeten. Eine unbekannte Gruppe hat die Kontrolle über eine Energiestation in den Bergen übernommen. Sie haben ein Team zur Analyse entsandt, doch dieses hat sich nicht zurückgemeldet. Jetzt sind sie gleich doppelt beunruhigt. Wer auch immer die Station eingenommen hat, soll gestoppt werden. Doch die Station selbst muss unbeschädigt bleiben. Sie liegt auf einem ruhenden Vulkan und falls man sie zerstört, könnte der Vulkan die stark bevölkerte Stadt vernichten. Die Bakuraner suchen jemanden, der die Einrichtung infiltriert und die Pläne der Gruppe durchkreuzt. Na, das werden wir ja wohl mal annehmen müssen. Kyle ist nicht in der Akademie, aber er trifft dich auf Bakura. Ihr beide könnt dann die Station untersuchen. Warte unbedingt auf ihn, bevor du etwas unternimmst. Oh, diesmal schaut er nicht so böse, sondern... weiter. Okay, ich kann hier eine Kraft auswählen. Machtabsorption. Kann ich denn auch von hier eigentlich? Ja, Machtsprung, Machtgriff, Machtschub, Machtgespür. Grundkräfte entwickeln sich natürlich und können nicht gewählt werden. Was sind denn die Grundkräfte? Sind das die Grundkräfte? Genau, das sind die Grundkräfte. Machtschutz. Jedi kann einen Schaden durch Energieprojektil und Explosionswaffen sowie physische Schäden senken. Ermöglicht dem Jedi die Verwirrung. Das ist natürlich eine coole Fähigkeit, aber ich nehme mal den hier. Waffen. Ja, Lichtschwert und Blaster sind immer mit dabei. Ehrlich gesagt, kein Jedi schießt mit einem Blaster. Also, elektromagnetisches Pulsgewehr, nehmen wir den. Wookie-Bogenwerfer, Blaster, Disruptionsgewehr von mir aus. Thermaldetonator, Detonationspack, Kontaktmine. Kontaktmine. So, und jetzt fliegen wir nach Bakura. Wenn der Ladebildschirm irgendwann mal vorbei ist. Wo bist du, Kyle? Ich warte hier schon Ewigkeiten. Ich kann nicht warten. Ich muss etwas tun. Okay. Luke Skywalker hat zwar gesagt, wir sollen warten, aber wir können nicht warten. Habe ich jetzt eigentlich eine mehr Schutzheilung, Gespürgriff? Ja. Das sind die zwei... Ich weiß noch nicht so genau. Heilung und Schutz, jawohl. Hier werden ja hoffentlich keine Sandwürmer sein. Ja, gut. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Hier stimmt was nicht. Oh, noch jemand. Und Blasterspuren auf dem Boden. Noch jemand. Ja. Das ist, ich dachte gerade, das ist ein Terminal. Nee, das ist nur eine Metallplatte. Das ist unser Schiff. Ich gehe mal da noch nicht hin. Nur um die Ecke gucken. Versteckte Gegner, interessante Dinge. So, also gut, dann gehen wir wohl rein. Mhm. Das ist ein Terminal. Okay. Interagieren. Tasten. Die Ladungen sind platziert, Sir. Gut. Die Republik wird selbstgefällig. Sie unterschätzen uns. Das erinnert Sie daran, was mit Verrätern passiert. Imperiale. Sie wollen die gesamte Einrichtung in die Luft jagen. Ich muss den Countdown stoppen. Den Counter. Und wo sind die? Entschärfen Sie die 5 Bomben der Imperialen. Ein Eindringling! Bezieht Stellung! Bereit! Wo?
Schüsse weitestgehend selber abzuwehren. Entschuldigung, das hier. Hier kann ich interagieren. Ah. Und jetzt? Okay, ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt entschärft ist, das Teil? Oder ob das gar nicht zum Entschärfen war? Imperium. Okay, da oben war... ist nochmal einer. Der blinkt. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Der blinkt aber auch noch. Ich muss noch mal ganz kurz die Steuerung. Interaktion. Benutzen Eingabe oder R. Ne, Ich habe eben Interaktion gedrückt, das ist die Eingabetaste. Also ich weiß nicht, ob das jetzt als entschärft gilt. Schauen wir mal. Was ist denn das? Stealth-Imperiale. Die haben einen Tarnmantel. Das war mal elegant. Da kann ich auch interagieren. Ist das Ding jetzt entschärft oder wie? Hilfe? Ich hoffe es mal. Ah, jetzt. Da muss man länger drauf bleiben. So will ich das hier aber auch nochmal. Hier war das, genau. Ich denke mal, dass grün ist okay, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Da gibt einem das Spiel jetzt etwas wenig hilfreiche Informationen. So, hier sind wir wieder. Holy! Nochmal ganz kurz. Ah, sorry, Leute. Macht. Schutz. Kann Schaden durch die. Stufe 1 Diät ist vor 25% der physikalischen Positile und Energieangriffe jedoch nicht vor Machtangriffen geschützt. Okay. Ist das nicht automatisch oder? Das ist wahrscheinlich. Ich hoffe, das ist irgendwie richtig. Das war wohl gerade der Schutz. Da ist noch einer. Ja. Wie extrem muss ich denn den zerteilen, damit der mich nicht mehr angreifen kann? Ah, okay, hier geht's nicht weiter.
So. Jawohl. Da muss ich wahrscheinlich unten durch, oder? Ja, das sieht gut aus. Und gleich das Licht schmitzen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Oder was? Wir müssen hinter dir gehen. Wir müssen hinter dir gehen. Ich glaube, das ist leichter gesagt als getan, Leute. Hinter den Jedi. Ihr seid lustig. So interagieren. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich versuche diese Dinge umsonst zu entschärfen. Oh, und jetzt? Kann ich da was kaputt machen? Nee. Das sieht nicht so aus, als könnten wir da durch. Aber vielleicht müssten wir hier auch gar nicht durch, oder? Soll ich mal versuchen, da durch zu gehen? Okay. Mission gescheitert. Sie sind tot. Das ist das erste Mal, dass wir Jaden sterben sehen. Das sind Haftminen. Okay. Hä, das dürfen wir nicht machen. Verstehe. Oh ne, das ist aber ganz schön heftig. So. Ah, okay. Also ich denke, die Roten muss man entschärfen. Oh. Da war doch dieses komische Ding hier am Boden, ne? Hallo? Du bist vielleicht mal kaputt machen, Jane, danke. So. Okay, ich weiß immer noch nicht links unten und rechts unten, was diese Head-Up-Kontrollen bedeuten, weiß ich immer noch nicht. Oh! Okay, einen einzelnen hält sie aus und ich würde sagen, rot ist die Lebensenergie. Grün ist was? Mal. Heilung. Ja, rot ist, ich heile mich. Was ist, das Grüne? Das wäre jetzt noch interessant. Und rechts das Blaue, das ist sich jetzt gerade so schön erholt? Keine Ahnung. Was geht hier vor? Was geht hier vor? Das sah gerade elegant aus, ne Leute? So. Ach, da tanken wir was auf. Wir tanken das Grüne auf. Ich muss das nachschauen, Leute, was das ist. So, kann ich denn eigentlich mit hier irgendwas interagieren? Kann ich da irgendwas... Sie haben eine Codekarte aufgenommen. Codekarte. Die hatte ich vor meinem letzten Tod nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass man hier durch kann. Kann ich dann jetzt zurück, da wo der eine da stand? Und den dritten haben wir ja da unten. Kann ich da irgendwo jetzt hin? Ich dachte hier vielleicht. Da war was, da war was. Ha! Da wo stehen die bösen Wachen, wenn nicht. Was ist das? Sie haben Schildenergie groß aufgenommen. Aha.
So. Okay. Wo sind denn mal die nächsten? Ich glaube, zwei von diesen fünf Dingern habe ich. Wird mir das nicht angezeigt, oder? Nee. Das heißt, wir müssen uns weiter auf die Suche. Oh, das ist mal ein großer Bereich da hinten. Hey, Sie! Da drüben! Shit, das war nicht gut. Hey. Jetzt wäre der Keil ganz, ganz praktisch, wenn er da wäre. So, jetzt lass mich mal ganz kurz. Tja, neu laden, schnell laden. Letzten Schnellspeichern. Ah, Momentchen mal. Letztes Schnellspeichern. Geht das, komme ich da näher ran? Hallo, liebes Spiel. Oh, schaut mal. Arme Jaden. Hallo. Ich glaube, da war jetzt irgendwie. Ich muss doch Kontrollpunkt laden. Okay, Leute. Das spiele ich jetzt auf Screen, damit ihr das nicht nochmal durchmachen müsst. Bis gleich. Und. So Leute, da sind wir wieder. Ich gestehe es, ich bin nochmal abgestürzt. Ich habe das euch jetzt mal erspart. Ja. Bin fast schon hier. So. Wenn du solche bösen Sachen machst. Uff. Armer Kerl, du. So, ist denn hier jetzt was drin? Ist eine Bombe anwesend? Nee, scheint nicht. Okay. Müssen jetzt da. Ist das da hinten eine Bombe? Na, da ist zumindest ein Imperialer. Drehen ist sinnlos. Muss man noch schauen, wie man wie man das schwingen kann, ob man da das beeinflussen kann, wie sie zuschlägt. So. Oh. Ja, meine Codekarte, das ist schön. Wofür auch immer ich sie schon wieder brauche. Also ich weiß nicht, ob das jetzt meine neue Codekarte ist. Also mit der wir das gleiche machen können. Ah, hier scheint nichts zu sein. Mhm. Okay, also von da schon zu kommen. Scheint es ja nur wohin zu gehen, oder? Oder ist da hinten drin eine Bombe? Oh, offensichtlich nicht. Und da unten aber bestimmt, oder? Ah, ja, da unten. Kann ich da jetzt einfach runterspringen oder sterbe ich dann? Okay, da unten steht Speichervorgang quick fertig. Ich habe mir jetzt nämlich gemerkt, F12, da kann man schnell speichern. Geht. Das ist, glaube ich, nicht glorreich, aber geht. Jawohl, ich glaube, das war Nummer 3. Wir laden uns Grüne auf. Und ich würde sagen, wir machen sogar auch
Heilung? Oh, welche Erholung. So. Und Schwert ziehen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie da raufkommen oder ob wir da noch rauf müssen. Oder ob wir hier unten fündig werden mit irgendwelchen neuen bombastischen Themen. Okay. Na, da komme ich aber nicht rauf. Ah, hier könnte es doch klappen, oder? Jawohl. Aber wo geht's lang? Da waren wir ja schon. Sehr cool. Da waren wir auch schon. Ich glaube nicht, dass wir da runter müssen. Darüber könnten wir müssen. Da ist ein Aufzug. Ähm. Erst schauen wir uns mal hier um. Codekarte. Da ist wieder einer. Ich sehe dich. Und es gibt nur einen Grund, dass du dich unsichtbar machst. Du bist ein Imperialer. Weil ein Nicht-Imperialer müsste sich ja nicht unsichtbar machen. Oh, noch einer. Wo? Da oben. Zwei. Hm. Na, so weit geht's nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Wie komme ich denn mal zu euch? Ah, da ist ein Aufzug. Hallo, Bordeschnitz. Da geht's nicht durch. Kontrollpunkt, das ist schön. Das ist ja das reinste Labyrinth hier. Hey du, bleib mal wo du bist. Ist das wieder ein Aufzug? Nee, das ist kein Aufzug. Ah, da ist noch einer. So. Gleich gesehen hätte, dann hätte ich mich gleich um dich gekümmert. Ah. Ne? Ich will immer interagieren mit der Maustaste und das geht natürlich nicht, weil das ja die Schwerttaste ist. So. Ist da hinten eine Bombe oder? Nein, das ist keine Bombe. Warum bin ich eigentlich hier, wenn es hier keine Bombe gibt? Nur um die Jedi zu verwirren. Er ist da. Das da drüben könnte ein Aufzug sein, oder? Ja, das ist ein Aufzug. Da unten sind nochmal welche. Jetzt wird es schon heftiger. Da unten steht noch einer, okay. Ich sehe aber gar keine Bombe mehr. Wie geht's da unten? Kann ich interagieren? Jetzt stehe ich wieder hier. Und das wollte ich dabei. Okay. Jetzt bin ich erstmal hier
Sie haben ein Versteck gefunden. Schildenergie groß. Aha. Soforthilfe, pack. Aha. Ich denke, das ist was Gutes. Aber das mit dem Versteck war nur Zufall. Kann ich da jetzt einfach runterspringen oder sterbe ich da? Ich spring mal. Oh, ja. Okay, nur noch vier. Das ist eine Bombe. So sehen die Dinger aus. Ach du liebes bisschen. Da habe ich aber die falschen entschärft oder wie? Nur noch vier. Da muss ich ja nochmal zurücklaufen. Och, Leute. Ich würde aber sagen, liebe Leute, wir machen jetzt hier einen Cut und machen, der Part ist schon viel zu lang, und wir machen dann im nächsten Part weiter von Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Bis dann. Ciao.